Herzlich willkommen zurück bei Mount and Blade, Warband. Wir haben jetzt uns als Aufgabe gesetzt, mal wieder unsere Armee ein bisschen aufzufrischen. Wir sind ja ein bisschen reduziert worden nach den letzten Schlachten. Aber dafür haben wir auch heroischsterweise super viel. Geübte Armbrustschützen, super cool, echt geil. Aber warum Armbrustschützen? Warum kann ich nicht mal irgendwie ein paar Speerträger bekommen? Ja, nice. Nehmen wir. Die Burg wurde uns gegeben. Und dann müssen wir halt auch sofort hin und mal alles vollpacken mit... Ich muss sagen, sie lässt sich gut verteidigen. Obwohl es eine mit Belagerungsturm ist, lässt sie sich gut verteidigen. Ach komm, bitte, 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 lass mich schnell da sein. Schnell. Ja, geil. Belagerung wurde scheinbar abgebrochen. Truff da... Und, oh komm, ich habe jetzt, ja, so, Whams, 44, Scharfschützen, drauf da, und Sägeranten. Irgendwie passt das jetzt hier schon wieder nicht. Ich möchte gerne, dass diese hier da drunter sind, so nämlich. Ja. Dann geht ihr noch hoch. Ihr geht dahin, ihr geht dahin. Rodok-Sperrträger. Jetzt haben wir natürlich keine Armbrustschützen mehr, weil wir die jetzt gerade alle auf die Burg gepackt haben. Aber 44 Scharfschützen ist schon echt heftig. Heftig, deftig. Oh, Moral ist hoch. Also, weil ich gerade so wenig Leute im Trupp habe. Na, perfekt. Dann können wir jetzt ja uns wieder zurückziehen. Warte mal, was ist das hier? Streiter, ne? Das ist okay. Das. Nordbogen-Veteran, okay, da sind ein paar bessere dabei. Was hab ich eigentlich? Ich habe jetzt echt keine guten Leute mehr. Also jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, was Kämpfe angeht. Wirklich? Wirklich? Du kleiner Lauch? Ja, ich sollte mich eigentlich bei dem Typen melden, aber komm her, wir warten jetzt hier eine Weile. Sollen sie es versuchen? Sollen sie es versuchen? Wirklich, komm her, greif an. Verbessern wir mal kurz hier unsere Leute. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Theoretisch den ganzen Tag. Greifst du auch bald an, oder bist du weiterhin im Pussy-Modus und machst nichts? So, reicht mir jetzt. Ich kriege ich. Keine Sorge. Gib dich oder stirb. Tja, das passiert halt, wenn man einfach so eine Burg überfallen will. Mit viel zu wenig Leuten. Oh, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen auf die kleinen Leute aufpassen, die noch nicht so lange dabei sind, nicht so genau wissen, wie das hier alles funktioniert. So, ihr könnt mal ganz entspannt angreifen. Ich kümmere mich mal um die Reiter wieder, ne? Ihr macht einfach euer Ding, ich kümmere mich um die Reiter. Na, da sind auch schon ein paar gefährliche Reiterchen dabei. So, das war zwar kein Reiter, aber das ist ja egal. Nummer 1. Nummer 2. 3. Und 4. So.
Grafen machen wir noch. Tschüss. So. Da hat er ein Schild rausgeholt, der Schlawiner. Jetzt auch mal ein bisschen hier in die Menge reinschießen. Irgendwas wird man schon treffen. Ah. So kann es doch gehen. Khan. Daher kommt das übrigens, Genghis Khan. Stechen nicht so effektiv. Ei. Mit dir. Oder habe ich zu früh geschlagen? Ach ja. Oh, Alter, ich treffe auch nichts hier, ja. So. Was ist das? Ich glaube schon, oder? Ich weiß gerade nicht, ob der da vorne noch lebt. Gut. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Jetzt ziehen wir uns zurück. Also bitte. Ich hab noch. Danke. Vielen Dank, wenn ihr endlich besiegt seid, werde ich darum bitten, euren Tod schnell und barmherzig zu gestalten. Es sei denn, ihr beschließt euch uns an. Lebt wohl. Natürlich. Sollte er sich nochmal überlegen, sich gegen meine Burg zu stellen. Ja, mach doch. So. Die können zurück auf die Burg. Die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. So, ich denke, das war ein gutes Training. Tschüss. Warte mal, was ist das hier? Auf geht's. Hat der ein Glück, gerade wo ich ihn fertig machen wollte. Alter Finne. Wie hoch ist denn eigentlich meine Ehrenansehen hier? Nee, warte. Bericht, Charakter, Recht auf Gering, 27. Ne? Das hat sich schon gut gesteigert jetzt in letzter Zeit. Wahrscheinlich durch die ganzen Siege. Ansehen 540, Ehrenwertung 38. Perfekt. Kümmern wir uns mal darum, dass unsere Burg ein bisschen aufgerüstet wird. Ein paar mehr Leute ausbilden. Fangen wir doch mal in unserem Dörfchen an. Suchen wir uns mal da ein paar nette Leute. Okay. Ja, ich hätte gern ein bisschen... Oh, die haben hier hinten eine Burg eingenommen. Schön. Ich muss sagen, ich hätte gern ein bisschen mehr Krieg gegen die geführt, weil die sind super schwach aktuell. Die haben ja kaum Soldaten. Jetzt führen sie gleich wieder gegen den nächsten Krieg. Da wird wahrscheinlich nicht viel bei denen rumkommen. Also die haben aktuell super schlechte Karten, muss man mal so sagen. Wir sind erstmal wieder safe. 15 Stammeskrieger nehmen wir. Quatschen wir mal kurz hier mit dem Reichssinn. Moin. Ist eine Aufgabe zufälligerweise. Na klar. Sollst du bekommen. Brauch nur ein bisschen dafür. Naja, okay. Auf 37 sind wir. Wir sind solche Big Buddies. Best Buddies. Dann geht's nach da vorne zum nächsten Village. Los Villagos.
Speerträger brauchen wir unbedingt. Auf der Burg sind nämlich so gut wie keine. Nehmen wir mit. Und da sind wir beim Maximum erstmal, ne? Gut. Wir haben gerade den Nord den Krieg erklärt. So soll es halt sein. Oh, geil, Turnier. Auf geht's. Bogen. Ist das nicht mein Leute? Mein? Nee, ich hab gelb. Ich hab gelb. Wie schießt der in den Schuss? In den Schuss? In den Fuß, meine ich natürlich. Aua. Kannst du nichts machen. Wenn du nicht zum Schlag kommst, dann kommst du nicht zum Schlag. Dann ist es so. Bin ich jetzt raus? Nein, Gott sei Dank. Ich mag Bogen. Ich mag Bogen wirklich. Super gern. Aber bei solchen Sachen habe ich immer das Gefühl, das war super kacke. Hey. Wie wäre es mit einem fairen Kampf? Alter. Komm mal runter von dem Pferd jetzt. Hier, los geht's. Ich bin bereit. Attacke. Los. Gib mir das Pferd. Jo. Los, mein Armbrustschütze. Zeig ihnen, wie das funktioniert mit dem Schießen. Shoot him, Legolas. Ich es halt per Nahkampf hier überhaupt kein Problem für mich. Da ist hier noch jemand? So, ich dachte, weil er so zielstrebig losgelaufen ist. Er will wahrscheinlich unbedingt in die Umkleide, weil er dringend auf Toilette musste oder so. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Na, das war doch mal entspannt. One Karate Fighter. Easy. So, last fight. Elite Schwertkämpfer. Wo ist er? Da ist er. One Shot. Also erster für mich. First Blood sozusagen. Okay, der zweite traf auch. Wunderbar. Und der dritte? Eiskalt. Danke, danke. Danke, wertes Volk. Hier, kriegt auch noch einen Bolzen. Gleich mal in die Burg gehen. Hä? Wo ist... Was hast du mit ihr gemacht? Ist ein Gerade... Nee, ist kein Gelage. Ich habe leider auch vergessen, wie die Alte heißt. Bibi? Bibi und Tina? Och nee, sag mir nicht, der hat unser Reich verlassen, der Affe. Ey, das wäre jetzt so ziemlich die einzige Erklärung für mich, dass die Burg einen anderen Besitzer hat. Und dass die Alte nicht mehr hier ist. Jo, es ist auf jeden Fall eine andere Flagge. Ich liebe mein Leben. Da müssen wir uns eine neue Alte suchen. Das hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Nicht? Na gut, dann nicht. Moin! Schöne Frau. Du bist die Schwester, aber nicht die Eheweib von Graf. Nee, ja. Gut, dann nicht.
Ah, das ist deine Alte. Mhm. Moin. Minus 1, sehr schön. Gut. Dann verlassen wir mal die Burg. Wow, die sind ja alle ganz schön angefrackt. Kein Wunder, dass sie da chillen. Naja. Wie viel Geld haben wir? 27.000 meine ich natürlich. Komm, wir machen mal ein bisschen mehr hiervon, so. Klar brauchen wir mehr Speerträger, aber jetzt, wenn ich angegriffen werde, bringen mir die besten Speerkämpfer nichts, wenn ich keine Fernkämpfer dahinter habe. Bam, ba, da, 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 da. Das kann ich nicht dulden. Jetzt will er mir gleich noch eine zweite Burg reindrücken. Und die da hinten. Ich habe leider keine Ahnung, ob die gut zu verteidigen sind oder nie, aber ich lehne sie erstmal ab, weil ich habe jetzt erstmal genug zu tun mit einer Burg hier. Ist er stark? Hat er gute Leute? Ich glaube es nicht. Kriegt Bogenschützen-Veteranen, die sind gut, ja. I don't give a damn, ich habe die Übermacht. Außerdem ist es ein Dorf. Haha, stimmt. Le Dorf, Summer. Hallo? Alter, was ist mit dir los? Ich glaube, es geht los hier. Ui. Oh. War da noch irgendwo ein Bogenschütze oder so? Was? Achso, ja, genau. Die Billobobs. Genau. Ja, okay. Na komm, greift mal weiter an. Die Frau ganz vorne und fällt als erstes. Klar. Ich meine, schön, dass die Frauen sich mit wehren wollen und so und dass sie ihre Heimat beschützen wollen, aber ganz vorne an erster Linie, weiß ich nicht, ob das die klügste Idee war. Ich meine, vielleicht hat sie es ja überlebt. Wie überlebt denn er hier eigentlich? Auf jeden Fall in jeder Arschbacke. Na, voll aus! Bist du wohl ruhig. So ist gut. Ja, wir halten doch schon einiges aus hier. Keine Pfeile mehr. Die sind schon gar nicht so schlecht zu Fuß, also da kann man ja gar nichts gegen sagen. Aber ein 101 gegen einen richtig ausgebildeten von meinen Leuten hat er, glaube ich, nicht so gute Chancen gehabt. Ey, was ist jetzt hier gestorben, sind Leute? Ach du Kacke. Drei Bauersfrauen. Ah, sie wurden alle nur verwundet. Das heißt, sie hat es auch überlebt, vorhin die an der Front. Ja. Schön. Gleich mal ein paar Speerträger mitgenommen, perfekt. Mein Dorf ist mir halt wichtig. Richtig, wichtig. So, und da wir gerade so viele Leute verloren haben, können wir gleich noch eine extra Runde drehen. Haben wir auch schon bald diese Garanten zusammen, die wir für unseren Kumpel brauchen. Einen guten Kumpel von mir. Kann ich schon nicht nehmen, ja.
Speerträger. Speerträger. Natürlich an meinen Rivalen hier. Aber ja, mittlerweile sind wir schon relativ big Best Buddies hier geworden. Also, oh, Essen. Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es einst gewesen ist. So, und das hier gehen wir auch noch mit. Wollen ja, dass meine Jungs hier happy sind, ne? Unterdurchschnittlich. Vor viel letzten Zeit minus 7. Wie heavy ist denn minus 7? Check ich schon wieder nicht. In der letzten Zeit einfach übelst eskaliert. Alle Schlachten heroisch gewonnen und... Naja. Oh. Ich dachte, da hätten sich noch ein paar bei den Gegnern angeschlossen. Also haben sie ja auch, aber scheinbar waren es wesentlich weniger, als ich erwartet hatte. Hm. Naja, okay. So. Genau, stellt euch mal da vorne hin. Hier, wir greifen natürlich wieder an. Klassiker. Hey, Gebirgsbanditen, moin. Hey, Jungs. Eben drüber wegfliegen. Pfeil in den Kopf geschossen. So muss es sein, ey. Wie lange die auch an einem meiner Männer hängen, ey, ist ja super sick. So, jetzt mischen wir mal hier ein bisschen mit. Und von oben immer schön reinstechen hier. Oh, das war nicht schön. Das war auch nicht schön. Das war auch nicht schön. Jetzt müssen wir mal langsam hier... Passt. Nehmen wir alles mit. Moin. Huh. Ach. Für ihn mussten wir noch die Banditen platt machen. Ja, guck mal hier, da sind doch gleich wieder welche. Ganz vergessen. Mensch. Dass wir diese Aufgabe noch nie abgeschlossen haben. Nur los. Geh weg. Jetzt, wieso treffe ich den denn nicht? Das ist ja mal super schwach. So, und ich auch noch. Ich bin froh, dass wir schon mal einen Sägeranten mit dabei haben hier. Sehr gernt. Da kannst du mit dem kleinen Knüppel nicht blocken. Ist ja doof gelaufen. Der Arzt zieht in vorderster Front mit. Wop, wop, wop. Pfeil im Rücken tut weh. So, das ist einer von uns. Ja. Sah nur so dreckig aus, weil er schon so viele Leute platt gemacht hat. Sehr gut. Haben wir überhaupt wen verloren? Ich glaube nicht, oder? Perfekt. War alles mit. So, er
war jetzt hier gerade, da ist er. Ach ja. Zum Angriff, sage ich. Ja, einfach gerade drauf zu, ne? Ich laufe irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung. Aber soll mir gleich sein, es sind nur 22 Leute. Ja. Da. Das ist überhaupt kein Problem. Komm, wir machen das zusammen hier allein. Sehr gut. Jetzt hier hoch. Da kommt auch schon unsere Verstärkung. Schön, wie wir hier gerade Seite an Seite gekämpft haben. Ich ihm den Rücken frei halten konnte. Achso, das sind keine Gebirgsbanditen. Krasse Scheiße. Kein Problem. Den nehmen wir mit. Die können wir hier mitnehmen. Moin. Danke, kein Problem. Ah, er ist schon stark verwundet, aber das ist okay. Zeig mir mal deine Fähigkeiten. Guck mal, jetzt hast du noch mehr Leben. Jetzt wird es noch schwerer, dich von deinem Pferd zu holen. Fähigkeiten. Lesilate. Nee, Moment. Ja, so. Speerträger. Dieses welches, jenes welches, das und... Das natürlich auch. Und ich selber kann mich auch noch skillen. Ey, es ist ja hier ein Freudenfest. Aber was brauche ich denn überhaupt? Berittenes Schießen habe ich jetzt. Ausbilder ist eigentlich aktuell stark. Das können wir vielleicht noch höher machen. Dann sind wir noch schneller mit dem Ausbilden. Ja, Chirurgie und so weiter, das brauche ich alles nicht. Baumeister brauche ich nicht. Dafür habe ich meine Leute. Rhetorik. Das könnten wir vielleicht machen. Weiß nicht, es könnte vielleicht hilfreich sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten Sponsor plündern. Ja, okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir mal Armbrust. Huch. Hilfe. Was sind das jetzt hier? Oh, irgendwelche E-Mail-Meldungen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja, ich denke, so kann man das lassen, ne? Ja. Gut. Haben wir auch gerade nochmal eben 3000 Dinare verdient. Perfekt. Ah ne, ich will nicht noch mehr Gebirgsbanditen angreifen, das ist mir zu low. Wie sieht's denn hier mit dem... Hui! Alter, die haben sich ja ganz schön ausgedehnt hier wieder. Wirklich, diese eine Burg haben... Kulan haben sie eingenommen. Ha, Alter. Ist krass. Die sind schon wieder gefallen. Aber ansonsten... Oh, die Nord haben zwei Städte. Hier eine Burg, zwei Burg... Ne, die gehört sowieso zu ihnen. Zwei Burgen und zwei Städte. Dafür, dass sie zwischenzeitlich gut zurückgedrängt waren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die haben sich wieder gefangen. Nee, das gerne allein mit den Kämpfen. Truppen können befördert werden. Wunderbar ist das. So. Ja, müssen wir mal gucken hier. Irgendwo müssen wir einen Anfang machen. Gucken wir mal, ob wir die Burg eingenommen bekommen. Schnuder. 13 Krieger, 10 Reiter, ja gut, das ist jetzt aber auf der Burg nicht so wie... Oh, 14 Mamelucken, die sind auch im Nahkampf stark. 11 Fuskal, okay. 12 Veteranenbogenschützen, allgemein wenig Bogenschützen. Wenig. Da können wir was machen. Das sind insgesamt knapp
120. Na, ja, muss ich meine Leute hier nochmal ein bisschen pimpen? Pimp my soldiers. Auf D-Max. Für wen sollten wir... Achso, ja. Für wen... Wo ist denn die überhaupt? Velusa. Graf Reichs. Graf Reichs. Ja, dann besuchen wir noch kurz unsere Lady. Die nicht mehr hier ist. Weil sie aus der Stadt geschmissen worden scheinbar. Waren, die waren noch gut. So. So, so, so. Truppen befördern wieder. Oh, das geht echt super fix. Aber ich glaube, so schneller dürfen wir sie auch nie ausbilden, weil aktuell komme ich da überhaupt nicht hinterher mit dem Geld verdienen. Das ist so meine Befürchtung. So, Reis, wo bist du? Reis. Reis, Reis, Reis. Da bist du. Guck mal, was ich hier habe. Kein Problem. Daraus eine Festung, die man gut einnehmen kann. Und zwar ist das Burknuda. Los, schnapp dir mal meine Leute, die ich dir gerade gegeben habe. Ich hole mir aus dem Dorf hier ein paar neue und dann geht es los. Mit dir müsste ich das eigentlich schaffen. Die Burgen bringen echt nichts. Super ätzend. Jalen. Nee. Oh, warte, warte, Junge. Bleib stehen. Kein Bock jetzt auf die Burg, auf das Gelage. Knuder. Oh, Mann. Jetzt will der unbedingt bei dem Gelage hier teilnehmen. So ein Amateur, ey. Also da stellt der, wirklich, der stellt eine Schlacht, eine sichere Belagerung einer Stadt, einer Burg, stellt der hinter ein Essen. Mit ein paar alten Bekannten und so. Naja. Ram, bam, babadam, bam, bam, badabam. Badam-bam. Ja komm, verkaufen wir gerade alles, was angeknackst ist. Decken uns neu ein. So. So, better du. Na, ja, passt schon. Schließen wir uns mal kurz im Gelager an, quatschen mal kurz alle Leute voll, die hier sind. Talba, Lady Reda. Ihr seid zu böse. Oh, ist das wirklich schon sicher? Ich muss mich empfehlen. Tschüss. Ohne nichts zu tun. Moin, wir kennen uns scheinbar noch nicht. Wir kennen uns schon. Ich wollte deine Alte anbaggern, aber die ist ja irgendwie... Nicht da. Oh, wir können es auch noch nicht. Mensch. Was ist nur hier los, ey? Gutlands. Hey, Gutlands. Wir kennen uns schon. Gucken wir mal, was wir hinkriegen. Welche Burg ist es? Was mache ich denn hier? Kruva. Eieieiei. Nach Kruva, also will er nach Kruva. Ja, also einnehmen wird nichts, das funktioniert grundsätzlich auch nicht, aber wir gucken mal. So, warten wir mal bis zum nächsten Tag und dann machen wir ja erstmal ein paar Turniere, ne? Unsere Ehre mal wieder ein bisschen aufpolieren. Oh.
Tschüss. Was willst du denn jetzt eigentlich? Sorry, dass ich dir die Lanze ins Gesicht gedrückt habe. Da wollte er seinen krassen Dolch ziehen. Habt das gesehen? Meine Homes sind auch völlig am Start, ey. Okay, krass. Sehr gut, Leute. Geht doch mal einen Schritt beiseite. Ich hab doch gesagt, ihr sollt einen Schritt beiseite gehen. Trottel. Sind sie beide umgekippt oder was? Nicht schlecht. Der hat tatsächlich auch noch einen ausgenockt. Tatsache. So, du Trottel kriegst jetzt keinen. Gebt ihn! Okay. Er ist gerade echt Stufe. Das ist schön zu wissen. Schön zu wissen, dass der im gegnerischen Team ist. Ey, hörst du mal auf da hinten jetzt hier irgendwie? Die Dinger tun weh. Der ist gut. Der ist gut im Schießen, auf jeden Fall. Das war's für mich mit dem Turnier. Der hat mich echt dreimal getroffen. Das passiert eigentlich nicht. Ach, das ist die alte, die hier wohnt, oder was? So, machen wir einfach beim nächsten mit. Oh, ein Bogen. Sehr schön. Echt mal angewöhnen, hier zu gucken, wie viele Teilnehmer in der Mannschaft sind und auch wie viele Mannschaften es gibt überhaupt. Keine Ahnung, was das jetzt für eine Aktion von denen war, aber ist auch egal. Krass gedodged ist der Boy. Der Boy. Okay, es war eine Frau. Ich habe nichts gesagt, sorry. Das war zu hoch angesetzt. Ich habe gedacht, der Bullet Drop wäre krasser. Nun los, Leute. Wir haben 3 Fernkämpfer. Danke. Ja, ich mach's halt trotzdem nicht. Mal hier irgendwie gucken. Nee. Aua. Hört da wohl auf jetzt mal hier. Nee, du schießt mir nie ab. Und du legst mich nicht. So, weg mit dir. Gut gemacht, Männer. Ich bin... Oh, lol, wir haben übelst viele Fernkämpfer gehabt. Richtig sick. So, 2 Mannschaften, 4 Kämpfer. Wissen wir Bescheid. Und ich bin zu Fuß unterwegs. Ja. Okay, das war krank. Einfach komplett niedergemäht. Zwei Mannschaften hier, Einkämpfer, 101. Oh, oh. Scheiße, was habe ich getroffen? Wuhu!
Finale. Oh, ich habe einen kleinen Vorteil. Er hat kein Schild. Muss aber nichts heißen. Boah, yes. Good job. Gehen wir mal kurz. Nee, wir gehen nicht. Wir kredenzen unseren Sieg jetzt hier nicht irgendeiner alten. Fällt aus. Okay, jetzt wird es langsam ungemütlich. Ist Graf Reichs jetzt hier oder nicht? Achso, stimmt, den haben wir ja schon getroffen. Also gehen wir zu unserer Festung. Klar, Geld verdienen wäre schön, aber ich habe jetzt keinen Bock, meine Burg schon wieder zu verlieren. Gerade wenn wir jetzt hier so krass mit so vielen Leuten schon wieder Krieg anfangen. Der ist ja auch eine Stufe aufgestiegen. So. Erste Hilfe, Baumeister. Check. Ein bisschen zweihändiges Kämpfen trainieren wir noch. Ein bisschen Stangenwaffen und dann kannst du auch wieder loslaufen. Oh ja, Achtung, Feindesland. Truppen können befördert werden. Komm mit ins Abenteuerland. La 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 la. Die wollen meine Burg nicht belagern. Bestimmt nicht. Ganz sicher wollen die das nicht. Ich bin mir da so sicher. Sicherer kann man sich schon gar nicht mehr sein. Deswegen. Sind wir klug. Ganz ehrlich, was soll denn das? Warum greifen die mich jetzt hier mit so einer fetten Armee an? Tschüss, Burg, war schön mit dir. So ein Müll, wirklich so ein Crap. Ey, cool, ich habe hier eine super schlagkräftige Truppe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst wenn ich da jetzt eine Mega-Armee drauf hätte, so von 200 oder 300 Leuten, was ich grundsätzlich nicht mache. So 100 bis 200 sollte eigentlich reichen, um eine Burg zu verteidigen. Aber wenn dann so eine Armee angewatschelt kommt, da kannst du ja nichts machen. Was willst du denn da machen? Wenn sie klug wären, würden sie dann auch gleich noch die Stadt hier mit einnehmen. Das könnten sie nämlich auch noch locker schaffen von der Anzahl her. So, passiert jetzt hier auch noch was? Oder? Hä? Okay, spontan die Belagerung abgebrochen. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Dann packen wir mal die ganzen Leute ja wieder zurück drauf. Lassen wir sie jetzt halt so rum. Ist mir jetzt auch egal. Der Speerträger geht aber nach oben. Okay. Na gut. An der Stelle beenden wir jetzt auch die Folge. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade gewesen ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.